Ja, wir haben, denke ich, insgesamt gut gespielt, aber wir haben ja gewusst, dass die Brasilianer mit einer sehr, sehr offensiven Abwehr kommen könnten. Die haben das neulich gegen Portugal 60 Minuten gemacht und da hatten wir schon, auch wenn wir teilweise sehr gut gelöst haben, schon auch Probleme. Wir haben unser Spiel zu oft stoppen lassen. Nach einem sehr, sehr guten Abwehrleistung in der ersten 20 Minuten, muss man sagen, in der ersten Halbzeit, die letzten 10 Minuten waren nicht gut genug in Abwehr. Da haben wir zu viele einfache Tore kassiert, sind überlaufen und so weiter. Aber insgesamt war es gut, Abwehr, zweite Halbzeit sehr gut, sehr viel Druck nach vorne, sehr gute Torhüterleistung und wir sind auch, haben auch einiges probiert, wie 7 gegen 6, ist diesmal sehr gut uns gelungen. Ja, erstmal wieder sehr schön mit Zuschauern in der Halle. Das war jetzt in den letzten Bundesligaspielen schon der Fall, aber jetzt auch wieder ein Länderspiel vor Zuschauern, dann auch vor den heimischen Zuschauern. Das macht natürlich besonders Spaß und alles in allem können wir auch zufrieden sein mit der Leistung. Wissen aber auch, dass wir hier und da noch einiges besser machen können und auch besser machen wollen im Hinblick auf Tokio. Wir haben gesehen, dass wir mit einer kompakten Abwehr und guten Torhütern wirklich jeden Gegner schlagen können. Das muss unsere Devise sein, wenn wir bei den Olympischen Spielen was reißen wollen. Das ist unser Hauptfokus, weil ich glaube, vorne haben wir genug Variabilität, um immer mal ein Tor zu werfen. Aber ich glaube, gerade auf die Abwehr und unseren Torhüter und dass wir als Team spielen und das auch ausstrahlen, darauf wird es dann wirklich ankommen. Fit sind wir schon. Ich glaube auch, dass vielleicht Flippi wieder spielen kann. Das wäre schön für uns, dass wir uns da noch ein bisschen einspielen können. Aber alles in allem, glaube ich, können wir auf die Leistung aufbauen. Wird uns sicherlich eine andere Abwehr erwarten, aber da haben wir auch unsere Lösung für.